Ohr. Warum muss es eigentlich immer Nacht werden, wenn ich gerade irgendwo den Berg hochkroxeln muss? Oh, schöner Ausblick. Schöner Ausblick. So, ich denke, wir machen jetzt noch diese Folge erstmal. Dann wird es das für heute auch erstmal gewesen sein. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich das Ganze ja dann noch schneiden und rendern muss. Und das dauert ja sonst immer so lange. Also, was heißt sonst? Das dauert immer so lange. Dann kriege ich das vielleicht heute und morgen alles zusammen hin. Das wäre nicht schlecht. Dann kann ich dann übermorgen wieder ein bisschen aufnehmen oder so. Und dann kriegen wir das wieder ein bisschen gewuppt, wa? Wisst ihr, was im Original Minecraft halt einfach noch fehlt? Rucksäcke. Bin mir sicher, das würde dem Spiel echt gut tun. Ich meine, ich weiß, man kann über Mods und so, kann man das alles, ne? Aber... Ne? Das fehlt. Vor allem halt so für solche Expeditionen, Alter. Der Wald brennt. War Till hier? Erster Gedanke, wenn ich irgendwo was brennen sehe, ist Till mit Feuer hier. Oha. Normalerweise oder oft ist doch dieses Biom, was Crow da hat, auch in der Nähe von Wüste oder nicht. Aber das ist halt immer, ne, einfach so generiert. Eri. Oh, guck mal, da hinten ist irgendwie wahrscheinlich ein Dorf. Wahrscheinlich auch eins, wo wir schon waren. Gucken wir mal. Hasen. Katze. Ein Dorf. Und ich glaube, zu erinnern, dass wir hier waren. Oh. Darf ich mal reinkommen? Wo ist denn hier die Tür? Hallo? Oh Gott, was ist denn hier los?
Keine Sorge, ich habe genug Bücherregale. Ich brauche keine mehr. Ja. Und doch. Hey, was gehen Sie einfach in meine Wohnung? Oh Gott, hier ist ein Hase gestorben. Warum? Toll. Seit ich wieder Scum spiele, denkt mir bei Strohballen immer so, oh, durchsuchen, da sind Federn drin. Oh, wir waren hier nicht. Wir waren hier nicht. Gut, hier sitzt auch nicht so viel, ne? Habt ihr irgendwo Karotten angebaut vielleicht? Karotten. Karotten. Mal derselbe Eingang hier. Tja, sieht nicht so aus, wa? Leider keine Karotten. Nee, das ist die Richtung, wo wir hergekommen sind. Wir können ja mal in diese Richtung weitergehen. Noch ein bisschen. Ich meine, es wäre jetzt eigentlich optimal gewesen, wenn wir hier quasi Folge beendet hätten. Dann hätte ich einfach mich in ein Häuschen gestellt, aber es soll wohl gerade nicht so sein. Kann ja nicht jetzt hier noch 10 Minuten rumdümpeln, wa? Also könnte ich schon. Aber ist ja für euch auch nicht so prickelnd. So prickelnd. In dem Bauchnabel. Habt ihr das auch, dass wenn ihr in Minecraft oder irgendeinem anderen Spiel irgendeine schlechte Erfahrung gemacht habt, dass ihr dann, wenn ihr in so eine Umgebung wiederkommt, immer direkt daran denken müsst? Ich meine, ich habe jetzt hier, also bei Sand habe ich halt immer diesen einen Dingens im Kopf, wo wir, ich glaube damals im alten Let's Play, Sand abgebaut haben und plötzlich einfach in der Lava gelandet sind. Das fällt mir halt jedes Mal ein, wenn ich irgendwie in der Wüste unterwegs bin hier bei Minecraft. Jedes Mal denke ich mir so, das war schon böse. Oder ich bin einfach so ein alter Mann und denke immer nur über die alten Sachen nach, so. Kann auch sein. Aber wer Knorkator kennt und alter Mann, wer es noch nicht kennt, sollte es mal hören. Der wird feststellen, dass es gar nicht mal so schlimm ist, ein alter Mann zu sein. Oder auch alte Frau. Ja.
Hallo Hasi. Echt viele Hasen hier. Ruhe. Finde kein Biom. Zumindest nicht das, was ich möchte. Ich glaube, ich muss mal gucken, was eigentlich im nächsten Minecraft-Update so alles kommt. Aber das kommt ja sowieso erst irgendwie nächstes Jahr. Im Sommer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vielleicht gibt es da ja dann auch ein paar neue Tiere oder sowas. Oder einen Rucksack, das wäre so schön. Oh, guck mal. Wir haben schon wieder ein Dörfchen. Legen wir uns mal hier kurz hin. Aber ich glaube, hier waren wir auch. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon mit. Eine leere Karte? Jetzt ist es keine leere Karte mehr. Das ist eigentlich noch so wie früher, dass die sich mit... zeichnet? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Nehm die mal mit, weil wir haben halt zu Hause, glaube ich. Also, ja, ich glaube, wir haben zwar schon inzwischen auch, ach ja, mein Räucherofen. Ja. Ein Räucherofen. Ich glaube, wir haben hier nicht mehr so wirklich viel eingesammelt, weil wir keinen Platz mehr hatten, ne? Ich glaube, so wird es gewesen sein. Nee. Einmal ums ganze Haus rum. Eimer, ich nehme den Eimer mal mit. Wir werden wahrscheinlich eh wieder unterwegs dann aussortieren müssen. Ich habe halt jetzt schon wieder übelst viel Zeug dabei, ne? Jetzt schon wieder übelst viel Zeug dabei. Und eigentlich wollte ich doch einen Rohstoff besorgen. Aber warte mal, sind die... Nee, das sind Holz, oder? Was ist denn dieses Gelbe? Ich meine, wir könnten auch assi sein, ne? Wir könnten auch richtig assi sein und dieses gelbe Zeug hier einfach mitnehmen. Keramik, okay. Wollt's nur wissen. Keine Panik. Hm.
Keine Panik. Oh Gott. Uah. Warum habt ihr keine Karotten? Karotten. Hier so ein Bibliothekar. Doch. Hier leere Karte, leere Karte. Guck mal auf den Tacho. Wir haben noch 4 Minuten. Also eigentlich könnten wir hier bleiben. Wir können ja mal kurz auf den Berg da drüben. Uns umschauen, ob wir denn wenigstens unser Biom noch in der Ferne sehen würden. Also unser, mit unser meine ich natürlich das, was wir suchen oder was ich suche. Ihr habt ja eh keine Wahl, ne? Das sieht jetzt hier nicht unbedingt danach aus, wa? Nee, nicht so wirklich, wa? Na gut, gehen wir wieder zurück ins Dorf und da werden wir es dann auch erstmal sein lassen für heute. Weil wie gesagt, ich muss ja das Ganze noch schnibbeln und rendern und Thumbnail und Pipapo. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Und das muss ja schon bald raus. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen sputen. Also, mit wir meine ich ich. Damit ihr da wieder was zu gucken habt, wa? Gut. So, hier ist gar kein Bett. Ich will doch nicht irgendwo pennen, wo kein Bett ist. Hallo? Hier ist auch kein Bett. Nur ein Schwein, was reinguckt. I need a bed. Oh, hier. So. Oh, niesen Moment. Der war laut. Uiuiui. Seid froh, dass ich gemutet habe. Mein lieber Scholli, das hätte euch hier das Trommelfell, das hätte aber getrommelt, du. So. An dieser Stelle bedanke ich mich beim Zugucken. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen Entschuldigung, dass ich das Thema halt trotzdem angesprochen habe, was mich gerade beschäftigt, ja. Aber ich glaube, man versteht's. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Oder, naja, so in der Art. Ich wünsche euch alles Gute, ne? Macht keine Dummheiten. Liebet und vermehret euch, ne? Man kennt's. Was? Und bis zum nächsten Mal auf der weiteren Suche
nach einem Rohstoff. Tschüssikowski.